Konnichiwa, ja. Willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, Total War. Das hat nicht so gut geklappt, wie ich es gerne hätte. Aber hey, dafür habe ich jetzt mein Einkommen, juhu. Ja. Oh, ich kann hier was bauen. Ich brauchte das Lager, glaube ich, genau. So, ich möchte mich auf Knarren spezialisieren. Warte mal, Moment. Dann waren das Lager oder waren das Belagerungsdinger? Genau. Für das Gebäude. Werkstätten für Belagerungsgeräte. Genau, kein Lager. Was will ich denn auch mit einem Lager? Oh. Verstärkungsrate, alles klar. Aber nein, ich möchte das hier bitte. Genau, dankeschön. Ja, dann möchte ich hier bitte. Ah, die Rekrutierung. Was? Habe ich kein Geld? Ich habe kein Geld. Gut, das wär's dann damit. Habe ich noch einen Ninja eigentlich rekrutiert letzte Runde? Ich weiß nicht mehr, ich glaube nicht, nein. So, das Schiff, kann es weiter schwimmen? Nein. Dann hier ist ein Hafen, den sollte ich. Ah, ja, okay, alles gut. Hoch. Oh, ich habe neue Schiffe, geil. Flammenbomben-Kubaya, ja, sehr schön. Diese mittelgroßen Einmaster können mit hoher Geschwindigkeit segeln. So können langsamere Schiffe verfolgt und angegriffen werden. Genau, sehr gut, sehr gut. Flammenbomben-Kubaya gefällt mir ganz gut. Diese Schiffe sind klein, schnell und mit Flammenbombern bemannt, die explosive Granaten auf feindliche Schiffe steuern. Ja, sehr gut. Dann bin ich fertig, weiter geht's im nächsten Jahr. Aha, das. Nee, oder? Nein. Also das schwimmt da weiter weg. Okay, ich glaube, ich muss die Flotte halbieren. Hüpft meine Stimme hoch, Diplomatie. Bedenkt mein Angebot. Für die Harmonie, die es mit sich bringt. Handelsabkommen. Oh. Ja, okay. Eure diplomatischen Fähigkeiten bringen eurem Clan Ehre. Yay? Was war das gerade? Warum hat da gerade ein Schiff gewechselt? Ein Sohn wird erwachsen. Noch ein Sohn. Juhu. Ah. Ah. Das gibt's nicht. Dammit. Ich muss die Flotte spalten. Habe ich das Gefühl. Na gut. Gut, also ihr drei schwimmt dahin. Dahin, genau. Ah. Dahin. Und ihr restlichen bitte dahin. Ah,
So, wo ist der Sohn? Ist er da? Da ist er. Hoch. So sieht er aus, okay. Muss er Unterhalt bekommen? Ich weiß nicht. Was ist damit macht? Plus 500 auf Wohlstand. Oh. 2000 habe ich gerade. Ich weiß nicht, soll ich das machen? Ich weiß nicht, ich spare mal lieber erstmal. Ach ja, Bombermann rekrutieren. 1, 2, 3, 4. Genau, und hier. Kavallerie? Nee. 90, die brauchen 113. Wie? Ja. Jetzt das Bau. Wie kann ich den gar nicht? Ich habe gerade das ganze Geld verprasselt. Okay. Armee, hey. Armee. Sieht gut aus. Dann bewegen wir uns mal, ne? So, Blitzkrieg und so, ne? Aha. Da ist das Bösewicht. Ist das... Gut. Dann hier kann ich Steuern erhöhen. Hiermit? Was ist mit dem Kaber los? Die Zufriedenheit der Bevölkerung wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Darunter die Besteuerung, Nahrungsmittelknappheit, das Vorhandensein von Unterhaltungseinrichtungen und religiösen Gebäuden oder die Unterdrückung durch die Garnisonsgröße. Das Risiko einer Rebellion droht, wenn die Bevölkerung so unzufrieden ist, dass die öffentliche Ordnung nicht mehr durch Unterdrückung gewährleistet werden kann. Widerstand gegen Masuren, ja, ich verstehe. Wenn ich so hier mache? Und besser. Gut, dann mache ich das mal so. Aha, danke schön. Ich weiß Bescheid. Sortierung. Oh. Armee. Ja, da könnte was gebrauchen. So. Dann halt. Unsere verborgene Armee wurde entdeckt. War sie etwa verborgen? Okay. So, ein Sohn wird erwachsen, ne? Uchitero, genau, er ist 14. Er ist 12, 2 Jahre braucht er. Oh, der hat noch einen Sohn bekommen. Oh. Glückwunsch. Oh, dem kann ich auch irgend so ein Dings geben.
Na gut, du wirst halt Teil des Finanzrats. Genau. Gut. Habe ich mich schon bewegt? Nein, habe ich nicht. Ist er frei? Nein, ist er frei? Nein, da oben frei? Nein, ist dort frei? Nein. Na gut. Schade. Dann nächste Runde. Na ja, ja, warten, warten, la la la. Warten, warten, pa pa pa, bla pa pa. So, Hatekayama, macht einen Zug. Tsutsui, Tatomi, machen einen Zug, ihren Zug. Gut gedeutscht. Eine würdige Braut. Schöne Ehefrau. Du bist einfach Kommando bei Verteidigung zu Land. Eine Zierde jedes Mannes Haushalts. Ja. Okay. Ist ein fehlgeschlagen? Ja, hätte ich sowieso nicht machen können. Ach, schon wieder überfallen. Das ist doch nicht wahr. Brrr. Meine Flotte? Ei, ey. Ne? Mann, 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 Mann. Ach, fast. Fast. Nein. Doch, nee, alles gut, alles gut, alles gut. Du bist ja hier noch im Meer. Das ist Pazifik, genau. Mann. Dann wird peinlich ein Ninja entdeckt. Wo? Oh. Baubericht. Ah, sehr gut. Hier Meister, aha. Also, wo war der Baubericht? Totomi. Und Suruga. Totomi Suruga. Da, Totomi. Hallo, Totomi. Oh, ich kann upgraden. Sehr gut, sehr gut. Hier baue ich mal. Werkstätten für Belagerungssachen. Ja. Eigentlich mit der Streitmacht auf, aus. Ja, ich glaube, ich gehe auf ja, Schwertkämpfer, Nahkämpfer meine ich. Bogenschützen und Bombermänner. So, ah, habe ich dich. Ach nee, immer noch nicht. Stimmt ja. Meine Stimme, Hilfe. Hilfe. Was? Nur fünf? Dann greifen wir an. So, automatisch. Bitte, danke. Ich habe Katapulte, die müssen was bringen. Ja, entscheidender Sieg. Sehr gut. So soll es sein. General steigt ein Level auf. Ja. Richtig besetzen. Dankeschön. Ja, hurra. Ach, der General. Okay. Oh.
kann er jetzt denn hier? Weiter legendärer Krieger. Aha. Gibt's auch was mit Knarren oder so? Nein? Keine Knarren? Knarren? Nein? Oh. Na gut. Dann. 1, 2, so. Damit der General nicht stirbt und ein Gefolgsmann Meister Rüstungsschmied für den General, seine Leibwache oder gepanzerter Kriegshund? Bitte was? Grrr. Ja, ne? Die beste Rüstung eines Mannes ist der Mut, doch geschickt gefertigtes Eisen ist eine hervorragende Ergänzung auf Rüstung oder Nahkampfangriff. Ach komm, mein Hund, hallo? Größenwahn? Für was? Okay. So, wie sieht's hier mit dem Bau aus? Muss was repariert werden? Ja, muss. Nee. Ui. Katana-Kavallerie, Bogen-Kavallerie, Yari-Kavallerie. Oha. Naginata-Samurai. Boah, der hat. Oha. Wow. Spielsaal, Stelle für Kriegspferde, wow! Oh oh, ich kann es mir nicht leisten. Hab ich jetzt Geld? Die Reparatur? Nein! Ach, na gut. So, hierhin. Weg mit der Rekrutierung. Jetzt habe ich Geld. Genau. So. Ja, Provinz erobert. Uwari, diese Provinz ist nun unter eurer Kontrolle. Durch eine Ausweitung eurer Herrschaft erhöht sich der Wohlstand durch Steuern und Handel. Großer Clan zerstört, oder? Oh, yay! Auch der mächtige Clan bedeutet nichts, wenn er unserer Macht entgegensteht. Zum ersten Mal habe ich einen Clan zerstört. Oder zum zweiten Mal... He is dead. So. Der Weg ist versperrt, was? Oh. Yukinobu Kata. In Anwesenheit eines anderen versperrt uns den Weg. Oh. Naja, was ist jetzt eigentlich mit den Schiffen passiert? Ach, die Schiffe sind dann einfach verschwunden. Oder... Oh. Das ist eine lustige Bereicherung. Ja, das, ja, cool. Sehr gut, juhu.
Damit wäre der Krieg jetzt beendet, oder? Ja? Große Nummer, Mann. Ich glaube ja. Ach du knapp. Ja gut. Jetzt kann ich ja nach... Obwohl, hier ist ja schon Kyoto. Wie viele Runden habe ich noch? Es ist 53. Okay. Okay, also folgendes. Die Generäle? Die drei Generäle, die ich hier habe, die werden das Jahr erobern. Und die zwei, die bleiben und werden hier weitermachen. Bei Kyoto, genau. Was level ich eigentlich gerade? Nein, das will ich nicht. Verdammte Scheiben. Oh, habe ich das falsch? Ich bin blöd wie Stroh. Damit verabschiede ich mich mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Das war sehr erfolgreich diesmal. Ja, ciao.